Wir haben auch mal in der Stadt gewohnt, aber haben uns rechtzeitig hier dieses kleine Häuschen gekauft auf dem Lande. Und inzwischen haben wir hier auch schon ein großes Haus gebaut. Das große Haus hat zwei Erker, ein oben, ein unten. Mein Hobby ist ein bisschen Imkerei, ein bisschen Honig machen und sich mit den Bienen beschäftigen. Kann man auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Habe zurzeit 7 Bienenvölker. Und rund ums Haus mein Garten. Hier kommen schon die Möhren. Hier kommt schon der Kohl. Und Salat. Hier noch ein bisschen abgedeckt. Äpfel sind am Blühen. Der Rasen muss ein bisschen gemäht werden. Und im Gewächshaus blüht auch schon was. Oder wächst auch schon was. Und rund um unser Haus ist fast alles mit Wald umgeben. Die ganze Landschaft und lädt auch alles ein zum Spielen. Das kleine Häuschen, da muss der verkommen. Bis jetzt unsere Sommerresidenz, kann man sagen. Wir haben einen Platz zum Sitzen. Wenn der Besuch kommt, können sich die Leute hier noch unsere Bienentafeln ansehen. Wir sind rund. Die Fahrräder stehen schon bereit zum Fahren. Der Computer steht in meinem Garten.
Jetzt ist da niemand im Wald. Nur meine Begleitung. Überall zweigen die Wege ab. Es ist da niemand im Wald zur Corona-Zeit. Obwohl so schönes Wetter ist. Auch über die Wiese kommen kann. Auch hier kommt kein Mensch über die Wiese. Wiese. Die Schlehen blühen schon, aber da kann keine Biene hinfliegen. Kein anderes Insekt, weil es eben zu kalt ist. Zeit. Kein Mensch am See, nur wir. Ja. Früher war das hier brechend voll. Jetzt ist keiner mehr da. Alles wie ausgestorben. Ha ha.